Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside UMC. Wie ihr seht, lehne ich hier auf einem sehr großen Karton. Und dieser große Karton bedeutet, wir haben wieder ein Whitebody-Kit, was wir verbauen möchten. In diesem Fall ein Monster-Service-Kit, welches an diesen Lexus IS, der gerade hinter mir steht, kommt. Das ist das Stage 1-Kit. Stage 1 ist die zivile Variante sozusagen, ist nur 30 mm pro Seite breiter. Vorne haben wir einen kompletten Austauschkotflügel, hinten haben wir Flares, das heißt, vorne kann man einfach abschrauben, ranschrauben, fertig. Hinten müssen wir schneiden. Aber da das Auto, wie ihr gleich sehen werdet, sowieso ein bisschen Rost hat, bietet sich das da eigentlich an. Ich zeige euch jetzt mal einmal kurz, was in dem Paket ist, dann gucken wir uns nochmal das Auto an und dann würde ich sagen, starten wir direkt los. Live from the motherfucking freak show, like Vin Diesel, I'm going straight beast mode. Fast and the furious, the ugliest of rappers has returned. Motherfuckers getting hurt, we gon' let the fire burn. I'm turning the fuck up, so what's up with y'all? We must rise up together, divided we fall. Break down the walls, let's start the revolution. If you're feeling useless, here's your solution. Join the movement, become a pirate. We ride and die with sex, drugs and violence. Here come the sirens, but I'm not alarmed. Heavily armed with devastating bombs doing damage. So, jetzt habt ihr das Auto gesehen, ihr habt ein bisschen was von dem Bodykit gesehen. Ich denke, es ist nicht gelogen, wenn ich sage, dass das Bodykit in einem besseren Zustand ist als das Auto an sich. Macht aber nichts. Einige der Probleme lösen wir ja quasi durch das Bodykit, wie die Beule am Kurflügel und diese witzige Lackierung und so weiter. Das verschwindet alles. Am Ende wird der Kunde das Auto nochmal einmal in eine Farbe tauchen und dann wird das wahrscheinlich auch ziemlich gut aussehen. Vielleicht noch kurz zu dem Bodykit an sich. Das ist, wie ihr euch denken könnt, aus GFK, ist allerdings sehr hochwertiges GFK, es ist minimal flexibel, aber trotzdem halt super stabil. Wenn man sich so die Feinheiten anguckt, ist es alles sehr, einfach sehr, alles sehr gut gemacht. Auf eben ist hinten das Monster Service Logo drauf, das ist wirklich eine Qualität, die passt. Das Kit kommt mit so ein bisschen Aufkleber und so ein bisschen tralala Hauptsache und natürlich auch eine Anleitung, also wenn ihr es selber bauen wollt, könnt ihr das auch machen. Ihr müsst es nicht bei uns bauen lassen. Ihr müsst aber halt so schmerzfrei sein und in 99% der Fälle euer Auto zersägen. Wer das nicht machen möchte, kann gerne zu uns kommen. Wir bauen das gerne an. Wir haben auch einen Lackierer, wir haben Folierer, wir haben das passende Fahrwerk, die passenden Felgen und können das Ganze am Ende auch noch eintragen lassen. Also das könnt ihr gerne bei uns machen lassen. Aber wie gesagt, ihr könnt auch einfach nur bei uns bestellen und das zu Hause selber in der Garage machen. Ansonsten gibt es zu dem Kit nicht so viel zu sagen, außer noch, wie ihr seht, hier haben wir einen kompletten Austauschkotflügel, soll heißen, wir schrauben da vorne einfach den alten Verbeulten ab, schrauben den ran. Anpassen muss man bei den meistens nicht so viel, also eigentlich bei den Monster Service Kits, das zum Beispiel bei meinem Legacy hat quasi out of the box gepasst. Vielleicht muss man mal irgendwie hier ein Befestigungsloch oder so ein bisschen irgendwie umbohren oder erweitern, aber das ist ja letztendlich nichts Spannendes. Von daher würde ich sagen, starten wir mit der Front. Live from the motherfucking freak show, like Vin Diesel, I'm going straight beast mode. Fast and the furious, the ugliest of rappers has returned. Motherfuckers getting hurt, we gon' let the fire burn. You claim to be young, dumb and having fun. I'm like, whatever son, you're talking to a clever one. And when it's said and done, the gun smoke clears. I'll be the last man standing doing damage up in here. I'ma have a couple beers and show a piece of what I'm made of. Cut from the same cloth, monsters you're afraid of. Running chainsaw, coming for your backbone. Give me respect, homes, you're entering the dead zone. I wanna get stoned, so hold me past that. Fuck around, you might end up in the trash bag. Take your last breath. So, an der Hinterachse ist das Ganze, wie gesagt, etwas aufwendiger. Ihr seht ja, ich habe hier so eine Linie angezeichnet. Die Abmessung dafür bekommt ihr mit dem Kit, mit so einer kleinen Zeichnung, dann wisst ihr genau, wo ihr schneiden müsst. Wichtig ist, dass wir genau an der Linie entlang schneiden, natürlich. Und, dass wir erst das äußere Blech auftrennen. Soll heißen, nicht einfach mit der Flex hier durch, sonst schneidet ihr das innere Blech nämlich mit weg. So ein Seitenteil besteht immer aus zwei Blechen, inneres, äußeres, manchmal auch aus drei, kommt auf den Hersteller an. Wenn wir jetzt nur das äußere Blech wegnehmen, haben wir den Vorteil, dass wir das innere Blech nachher ein bisschen einschneiden können und dann können wir es hochklappen. So heißt, wir bauen uns quasi damit unser Radhaus wieder.
Das verschweißen wir dann und dann haben wir nachher ein schönes, dichtes und auch versiegeltes Radhaus. Macht ihr das nicht, schneidet das einfach so ab und lasst das offen. Sobald ihr das erste Mal im Regen fahrt oder überhaupt irgendwie durch Schmutz fahrt, schmeißt es euch das alles hier oben hoch und innerhalb von einem halben Jahr ist alles hier weggegammelt. Und dann können wir nicht einfach den nächstgrößeren Fenderflair darauf kleben, sondern das muss schon ordentlich gemacht werden, das muss versiegelt werden, sonst habt ihr da nicht lange was von. Das ist eigentlich so das Aufwendigste an dem ganzen Umbau. Bei dem ist es halt jetzt nur hinten, bei anderen Bodykits muss man das vorne auch machen, da hat man zwar nur einen Radlauf bzw. ein Blech, aber auch das muss natürlich ordentlich versiegelt werden, weil sonst rostet euch das sofort weg. Wir schneiden jetzt hier, das ist immer so der spannendste Moment und dann gucken wir mal weiter. Start running, better believe there's a revolution coming. Join the movement, become a pirate. We ride and die with sex, drugs and violence. Here come the sirens, but I'm not alarmed. Heavily armed with devastating bombs. Motherfucking freak show, like Vin Diesel. I'm going straight beast mode, fast and the furious, the ugliest the rappers has returned. Motherfuckers getting hurt, we gon' let the fire burn. I'm turning the fuck up, so what's up with y'all? We must rise up together, divide and we fall. Break down the walls, let's start a revolution. If you're feeling useless, here's your solution. Den Radkasten hier soweit verschweißt, verschliffen, grundiert und jetzt mit einer Silikondichtmasse dicht gemacht. Von innen wird das Ganze natürlich, ist es jetzt auch schon mit Silikon abgedichtet und nachher natürlich noch mit U-Schutz einmal komplett quasi versiegelt, dass da wirklich nichts ran kann. Hier genauso, hier ziehen wir nachher auch noch mal einmal U-Schutz drüber. Das machen wir aber später, wir lassen das erstmal abtrocknen und machen jetzt mit den Flares weiter, die hier hinten drauf kommen. So, das heißt, es wird endlich breit. So, kommen wir zum spannenden Teil, die hinteren Flares vorne, das war ja relativ simpel. Jetzt wird es ein bisschen spannender. Sinn macht es immer, die Dinger einmal vorher mit Klebeband anzusetzen, sodass man gucken kann, ob die von der Form her, ob das alles so passt, wie es soll. Das tut es in diesem Fall. Und bei diesem Kit müssen wir einfach nur hier die Aussparungen für die Seitenleiste quasi, die müssen wir selber hinzufügen, beziehungsweise müssen wir hier ein bisschen ausfräsen. Dann sitzt der Flair auch unten an, so wie er soll. Ist wahrscheinlich gemacht, weil es verschiedene Stärken von der Seitenleiste gibt oder so, ich weiß nicht warum. Das machen wir jetzt. Und dann können wir den Flair befestigen. So, nachdem wir also alles angepasst haben, kommt jetzt der nächste spannende Punkt. Nachdem wir die Karosserie schon zerflext haben, bohren wir jetzt auch noch Löcher hinein. Ich fange immer mit dem Teil an der Tür an und setze das dann quasi hier einmal flush an. Setze es hier unten an die Stelle, wo es soll. Guck mir das nochmal einmal an. Und dann fange ich mit einer Schraube an, auch wenn wir nachher Gewindemutter nehmen. Ich nehme jetzt einfach einen Bohrer, bohre quasi durch das Teil einmal durch. Schraub da eine Blechschraube rein, so dann kann ich immer noch das Teil an sich ein bisschen hin und her schieben und habe dann quasi die Möglichkeit, hier zwei Schrauben reinzumachen in das Teil und in das Teil, so bis es alles so ausgerichtet ist, wie ich es haben will. Und danach fange ich erst an, die großen Löcher für die Einzelnieten zu bohren.
You claim to be young, dumb and having fun. I'm like, whatever son, you're talking to a clever one. And when it's said and done, the gun smoke clears. I'll be the last man standing doing damage up in here. I'ma have a couple beers and show a piece of what I'm made of. Cut from the same cloth, monsters you're afraid of. Running chainsaw coming for your backbone. Give me respect, homes, you're entering the dead zone. I wanna get stoned, so hold me past that. Fuck around, you might end up in the trash bag. Take your last breath and start running. Better believe there's a revolution coming. Join the movement, become a pirate. We ride and die with sex, drugs and violence. Here come the sirens, but I'm not alarmed. Heavily armed with devastating bombs. Motherfucking freak show, like Vin Diesel. I'm going straight beast mode. Fast and the furious, the ugliest of rappers has returned. Motherfuckers getting hurt, we gon' let the fire burn. I'm turning the fuck up, so what's up with y'all? We must rise up together, divided we fall. Break down the walls, let's start a revolution.